Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. So, wir wollen natürlich irgendwie... Verdammt. Unbemerkt hier vorbei, wollte ich sagen. Aua. Hat er schon mal gut angefangen auf jeden Fall. Jupp. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Hat er... Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Wie das. Jo. Ich werde im verlassenen Tunnel zur Polis auf dich warten. So. Wie geht es deiner Familie? Sie vermissen ihren Vater. Und deine? Ich weiß nicht. Hab sie seit Wochen nicht. Was passiert hier? Ich bin gar nicht da. Was? Niemand. Vielleicht eine Ratte. Geht das Licht auch wieder aus? Ach Mist! Ja, ich bin schon tot, Depp. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Hat er... Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Jo. Ich werde im verlassenen Tunnel zur Polis auf dich warten. So. So. Aha. Und wer ernährt eure Kinder? Hm? Das Militär vielleicht? Okay. Was für ein Leben. Vielleicht die Familie schnappen und nach Gansa gehen? Du weißt, was mit jenen passiert ist, die es versucht haben. Bastarde. So. Noch mehr, bitte. Okay, die ersten zwei haben wir schon mal ausgeschaltet. Folgen, was weiß ich, wie viele tausend andere. Verdammt. Lauft! Bewegung, Leute! Jetzt wissen sie natürlich, dass ich da bin. Scheiße!
Naja, was soll's. Es ist echt faszinierend, dass sie jetzt immer wissen, wo ich bin. Irgendwo sind noch welche. Gehe ich nachher hin? Ich gucke mir jetzt erstmal die Areale an, die ich hier gesäubert habe. Damit ich auch ja nichts liegen lasse. Nee. Auch wenn ein Granatenwerfer dran ist, was ja schick ist, aber... Die Pfeile verkaufe ich dann doch lieber immer. Um halt andere Munition zu ergattern. Hier ist wieder einer in der Nähe. Das oder mehrere sogar. Nimm das! Hey. Hier, Mistvieh! Diese Kugeln sind für dich! Stehen bleiben! Sonst lege ich dich um! Echt? Ich hab das ja so verstanden, dass du das so oder so tun willst. Stehen bleiben! Sonst lege ich dich um! Hände hoch! Du bist tot! So. Hallo? Doch noch so viele. Ich bin auch gar nicht da, wo ich ursprünglich hin wollte.
Aber es lohnt sich auf jeden Fall hier. Ah ja, jetzt bin ich hier. Mhm. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, ob ich zurücklaufe oder weiter. Das ist auch mal interessant. Kennst du die Geschichten über Lando 2 und die unsichtbare? Wir haben Verletzte! Bewegung! Granate! So. Da hinten ist aber noch einer. Irgendwo da. Nee, da weiter hinten. So. So, habt ihr davon. Ich wollte aber eigentlich nochmal zurück. Ich glaube, das ist das Gegenteil von zurück. So, einmal von reicht. Nix. Da ist was. Ist das hier riesig? Ah. Schön brav alles mitnehmen. So, vielleicht hier lang. Ah ja. Das verschießt diese kleinen Kugeln, wie es aussieht. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht in irgendeine Falle latsche. Ah ja, jetzt bin ich wieder hier. So.
Da unten das Areal, da wollte ich mal hin. So. Damit auch nichts liegen bleibt. Gut. Ah ja. Ach nee, echt. Ich hätte nur diesen Mini-Umweg gehen müssen. So, da bin ich wieder. Hat er mich vermisst? Hüp. Hüp. So. Wir springen einfach mal runter. Hier sind bestimmt noch andere Wesen. Ah, das wurde schon ausgelöst. Aha. Blut. Oh Gott, will ich hier sein? Ich glaube nämlich nicht. Naja, bringt ja nichts. Artyom, mein Mann, du hast es geschafft. Komm und ruh dich aus. Ja, Moment. Okay. Hier ist wohl nichts mehr. Juhu. Wir werden die Polis bald erreichen. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Furcht. Wir sind schwach. Ja. Wir werden sterben. Schrecken. Das ist das Ende. Was ist denn hier kaputt? Kinder wollen ihre Eltern sogar lieben und verstehen, wenn diese sie hassen. Wir möchten euch verstehen und helfen. Was? Lauf, Artyom! Was macht er da? Nein! Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Okay. Kapitel 5, Hoffnung.
Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft, aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hunters Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Ja. Hey, ihr! Bei dem Wagen! Macht den Motor aus! Nicht bewegen! Wer seid ihr? Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Okay. Schickes Nachtsichtgerät. Hallo da unten. Nice. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ist das die Polis? Hi. Geh weg. Okay. Willkommen in der Polizei, Hauptmann Krasnov. Patronentausch. Sie sind weggekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Polis. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut, schon gut. Dieses Kaliber haben Sie nicht. Die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Ruh dich etwas. Und wo ist Ihr Mund? Meine ist hier. Guter Ding. Er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge, das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, Idiot? Hallo! So, sind ja freundliche Leute hier. Hallo? Was könnte es sein? Was? Das stimmt was. Die beste Waffe der Welt. Was passiert hier? Sehr empfehlenswert. Mhm. Ja. Sie haben genau die gleiche. Nun, wir können natürlich tauschen, wenn Sie wollen. Faschisten haben sich dort verschanzt. Sind immer nützlich. Damit können Sie sich sogar... Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Oberst, wie auch immer zum Bericht bitten. Atjom, ich bin Miller. Wo ist die Nachricht von Hunter? Kommen Sie, schauen Sie! Probieren Sie aus und kaufen Sie! Ja. Huch. Gern geschehen. Sonderangebot. Ausgezeichnete Ware. 18. Gut. Mhm. Wie der Medipacks, Filter, Messer. Alles, was man für die Reise durch gefährliche Gebiete braucht. So. Guter Deal. Maddie, werfen Sie Ihren einverstanden. So. Neue Waffe. Wie auch Schick. Immer. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Polis gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Okay.
Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Eieiei. Oh, das geht ja schnell hier. Unglaublich, Artyom. Ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Polis ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay, okay, okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Wir wissen aber nicht, wo sie ist oder ob sie noch funktioniert. Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek, ein gefährlicher Ort. Aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig, Artyom. Und noch was. Zurück gehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Und wieder an die Oberfläche. Na super. Ali. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken. Aha. Ah, super. Da kann ich mich ja dann beim nächsten Mal auf was freuen. Ach, guck mal. So, ja, schick, toll. Naja, gut. Einen Dämon sehe ich gerade zumindest nicht, aber das heißt ja nie was. Gut, ich würde dann sagen, dass wir an dieser Stelle dann beim nächsten Mal weitermachen und ja, uns durch diese Horden da schlagen, die ja jetzt da reingekommen sind. Ach, das ist ja gut. Hätte ich das mal vorher gewusst. Gut, wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss, euer...